Ich heiße Zlatan Kukic und bin bei der Omexom Hochspannung als Bauleiter tätig. Mit meinem Team, was besteht aus 20 Mann und einer Frau. Jobsite Safety Plan, Besprechen und Ausfüllen, Stapler bedienen, nur Personal mit Staplerführerschein und Beauftragung. Unser Projekt hier, die Leitung geht über 42 Kilometer. Die Leitung ist relativ alt, die Seile müssen getauscht werden auch. Mast 83 bis Mast 91 heißt unsere Sektion. Wir haben auf dem Mast 83 unser Windenplatz. Dann haben wir auf dem Mast 91, das ist unser Trommelplatz. Man muss sich das so vorstellen, mit den alten Seilen ziehen wir einfach die neuen rein. Auf der einen Seite haben wir eine Winde, die zieht, und auf der hinteren Seite haben wir eine Bremse, die bremst. Wir müssen ziemlich, ja, in einem Jahr müssen wir das eigentlich alles schaffen. Gut. Mit der Gefahr arbeiten wir, leben wir, wissen wir auch Bescheid. Die Höhe ist da, Strom. Aber dafür werden wir ausgebildet, dafür machen wir Unterweisungen jeden Tag, dafür reden wir mit den Jungs jeden Tag. Wir probieren immer, unser Ziel von null Unfälle zu erreichen und zu fördern. Unser Hab und Gut sind unsere Jungs und Mädels. Also wie gesagt, Prio 1 ist immer Sicherheit. Mein Team besteht zu 99% aus österreichischen Mitarbeitern, die sind aus Osttirol. Bei einigen Jungs war schon der Vater auf der Hochspannung oder der Opa, und das bürgert sich so weiter ein. Also die Jungs machen eine Tradition weiter. Ja, die Arbeit von uns liegt einfach in der Höhe. Auch die Jungs und Mädels, die bewegen sich oben wie auf dem Boden. Die sind das gewohnt, wir machen das tagtäglich. Flo, du sagst mir genau Bescheid, wenn ich Pressverbinder bitte. So, lieg gleich oben gehen, Lex. Was uns Spaß macht, was uns antreibt, ist auch das Gefühl, dass die Arbeit auch nicht jeder machen kann. Wenn wir auf einem Mast aufgehen, sagen wir 70, 80 Meter, man hat die Weite, man hat die Natur da. Und man hat auch einfach das Gefühl, es kann nicht jeder machen. Man fühlt sich schon auch besonders, wenn man die Arbeit macht bei uns. Also, das treibt uns schon auch viel an. Auch vom Klettern. Wir haben auch viele Kletterer dabei, die was in der Freizeit in der Natur klettern gehen, auf den Berg hoch. Und man muss sich wohlfühlen bei der Arbeit, sonst funktioniert es eh nicht. Ich bin der Meinung, die muss Spaß machen. Ohne den Spaß kommen wir da nicht weit bei unserer Arbeit. Und der Spaß kommt auch, wie gesagt, miteinander. Und die Arbeit wird vom Team gemacht, nicht vom Einzelnen. Ja, und dann kommt der Erfolg. Passt. Ja, 1-2 Meter los und dann gleich hoch, ja. Ja, immer langsam. Also wenn wir unseren Seilzug machen, ist bei uns wichtig mit den Maschinen, dass wir nicht mit zu viel Kilo ziehen, weil dann überziehen wir das Seil oder überdehnen. Das müssen die Jungs auch immer im Auge behalten, mit wie viel Kilo ziehe ich. Wenn die Kilo nach oben gehen, dann heißt das, irgendwo schleift was, irgendwo steckt was. Lex, wie viel hast du noch? Mein Team und ich, wir sind jetzt auch schon fast 2 Jahre. Also der Stamm, der Großteil, arbeiten wir zusammen, und das bürgert sich so ein. Ich finde, Menschenführung ist heutzutage das Schwierigste bei unserer Arbeit. Also mit Menschen umgehen können, die Menschen hören, die Menschen vor allem motivieren, auch immer wieder das Beste rauszuholen. Und ich kann ja nur planen und denen vorausgeben, aber die Jungs draußen, die müssen das umsetzen. Die geben auch den Ton an. Die wollen, und die ziehen auch die Jungs mit. Deshalb habe ich die Jungs auch gerne um mich, weil immer, also wie gesagt, immer vertraue ich denen. Die haben eine Angewohnheit, wenn ich ein Projekt bekomme, fahre ich das durch. Ich fahre da ganz alleine durch, und dann, wenn das Projekt zu Ende ist, dann fahre ich nochmal durch. Und das ist für mich auch
ein Gefühl, was für mich persönlich unbeschreiblich ist, weil ich genau weiß, welche Probleme wir bewältigt haben, was da alles auf uns zugekommen ist, welche Leistung wir gebracht haben, alle zusammen als Team. Und das macht mich ungeheuer stolz. Und dafür mache ich meine Arbeit auch zum Teil. Ja.